Ja, hallo, liebe Leute. Ja, willkommen hier zurück zu Let's Play Mario Kart Online. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, dass dies entsprechend das vorletzte Videos werden soll, weil wir ja unsere Punkte von oder unsere 2000 Punkte ja mittlerweile ganz gut erreicht haben. Und ja, da würde ich einfach mal sagen, dass wir heute mal global spielen. Ja, genau, wir haben genau 2049 Punkte. Ja, und ich bin gespannt, wie wir uns eigentlich diesmal widmen werden. Ja, ich hätte die Idee, dass wir diesmal. Heißt der wirklich Bewohner? Haha, als ob. Das ist ja ein krasser Name. Naja, ich würde sagen, dass wir heute mal Lakitu nehmen und mal gucken, was der so für Wagen im Angebot hat. Das sieht vielversprechend aus. Tempo jetzt nicht so hoch, aber okay. Der hat auf jeden Fall eine gute Beschleunigung. Ja, wisst ihr was? Das probieren wir einfach mal aus. Mal gucken, wie wir uns so schlagen werden. Dann werden wir einfach mal den Papierflieger nehmen. Und werden einfach mal. Nein, ich wollte eigentlich zufällig nehmen, aber okay. Ist jetzt so. So, und wir sind nicht so viele Leute heute. Oh, ich wollte eigentlich zufällig nehmen, aber okay. Und wir haben die. Ich meine, das ist die Mute City. So, und ja, wir sind tatsächlich der Einzige aus Deutschland. Okay. Nicht schlecht. Und das ist, ja, keine Ahnung jetzt. Naja, egal. Sollen wir uns einen Scheiß drum kümmern? Hauptsache, wir haben Erfolg und Spaß und ein bisschen hier. So, natürlich sind wir wieder der Letzte. Das ist immer so, dieses Scheißproblem. Aber so, auf diesen silbernen Streifen kann man es wirklich perfekt seine Dinger auffüllen lassen. So, jetzt haben wir natürlich kein Item bekommen. Das ist doof. So, okay. Wow, geil. Ist nur der Erster. Wow. Da kommt. Ja, da ist nur einer runtergefallen. Okay. So. Jetzt komm, kämpf dich nach vorne durch. Das kriegst du schon hin. So. Okay. Perfekt. Wow. Junge, nee. So. Zack. Bumm. Okay. Füll dir die Münzen auf. Alles klar. Vielen Dank. Zack. Und so rum und so rum und so rum und Item bitte. Danke. Schön. So, alles klar. Okay. Sehr nice. Diese Pilze werden wir uns jetzt mal für etwas Wichtiges aufheben. Und was, das zeige ich euch sofort. Und zwar seht ihr hier unten diese Stelle. Hier können wir wunderbar abkürzen und uns hierdurch und somit einen entscheidenden Vorteil erschaffen. So. Und wären wir nicht vom Panzer erwischt worden, dann wäre uns der Vorteil auch geblieben. Aber nö. Natürlich müssen wir wieder von dem scheiß grünen Panzer getroffen werden. Wie auch immer. Aber okay, muss man halt so hinnehmen. So, mal gucken, ob wir uns den zweiten Platz schlagen können. Das ist nicht einfach, aber okay, wir können es ja mal probieren. So, du wirst definitiv. Wow, Erster. Ey, Junge, nee, cool. Lass auf Erster bleiben. Sehr schön. Und. Yay! Yo! Das hat gesessen, Leute. Erster Platz. Freut mich sehr. Cool. Und sehe sogar vom Punktestand sind wir sogar Zweiter. Ja, nice. Ich sag mal so, ein Rennen, wo man wirklich Erster wird, das hat man nicht oft, aber vieles zahlt es wirklich aus. So, wir werden jetzt einfach mal zufällig auswählen und geben einfach mal so einen Kommentar ab. Viel Glück und ja. Was? Wir sind nur zu dritt?
Als ob, Junge, geil. Ja, und zufällig wurde ausgewählt, das freut mich. Cool, auf jeden Fall. Ja, haben wir jetzt Bennett in Deutschland, Bremen. Und dann Französisch. Trois, deux, ah, und ab geht die Post. So, ja, die gute Beschleunigung zahlt es aus, weil somit bleiben wir dann auf dem. Sind wir doch ganz schön lange auf dem ersten Platz geblieben. So, jetzt haben wir nur drei Plätze zur Auswahl. Mal gucken, welchen wir erreichen. Ich hoffe natürlich, dass wir den ersten erreichen, aber wie gesagt, drauf bestehen kann man nie. So, und das war jetzt nur Mist, dass wir hier raufgefahren sind, weil jetzt müssen wir die erstmal wieder auf anstrengende Weise einholen, aber ich glaube, das kriegen wir schon ganz gut hin. So, sehr nice. Cool. Und zack hier. Ey, nice, Junge. Boah, och nö. Wieso bin ich denn getroffen worden? Mann, das kann doch nicht sein. Ey, jetzt komm, hol die mal ein, bitte. Aber ganz schnell hier. War ganz, ganz schnell. So. Wow. Alter, Junge. Als ob wir jetzt so verkacken. Mensch. Okay. Wir sind geschützt. Das ist cool. Man ist ja tatsächlich, wenn man einen Stern hat, auch ein bisschen schneller. Aber das hat uns jetzt diesmal nicht wirklich viel gebracht. So, und jetzt werden wir ganz einfach eine Abkürzung nehmen. Ich hoffe, die Taug funktioniert auch wirklich diesmal. Und zwar hierdurch. Sehr nice. Sehr schön. Okay. Wow. Wir haben sogar Tintengeist. Okay. Okay, wir haben noch das eine Item zur Auswahl. Na gut, werden wir vielleicht Zweiter. So, Achtung, U-Bahn. So, auf jeden Fall werden wir diesen Panzer jetzt wieder nutzen. Okay, zwei werden wir hier brauchen. So, und den ersten können wir nicht mehr einholen. Naja, dann werden wir halt Zweiter in dem ganzen Spektakel hier. So. Ja. Okay, alles klar. Wir haben es noch auf dem zweiten geschafft. Das ist gut. So. Alter, aber bei drei, ne? Da. Der eine, dass er so einen Vorsprung hat. Wie hat er das hingekriegt? So komplett fehlerfrei. Ne, wir machen mal zufällig, obwohl da die Hyrule-Piste auftaucht. Naja, die Hyrule-Piste, das ist ganz schön. Joa, aber sag mal, zu dritt ist etwas, was wir wirklich noch gar nicht hatten, ne? Aber ich finde das mal nett. Und wir haben Animal Crossing Dorf. Ah, nice, Junge. Okay. Alles klar. Muss eben mal so ein bisschen auf die Zeit achten. Aber das sieht an sich ganz gut aus. Ja, dann. Three, two, one, go. Ja, du hast aber auch ein nicht allzu schlecht beschleunigendes Motorrad, Madame Peach. So, und du bist von einem italienischen Gian oder Gian, wie auch immer man das ausspricht, gesteuert. Okay. Na gut. Ist so. Nehmen Kauf. So, und jetzt einmal hier rüber. So. Und jetzt dann so. Und so. Ja, und das Coole ist ja tatsächlich, dass dieses Animal Crossing Dorf tatsächlich durch einen Zufallsgenerator in verschiedenen Jahreszeiten stattfindet. So Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Genau, und jetzt sind wir hier wohl im Frühling, ne, weil die ganzen Blätter blühen. Das sieht man ja an diesen rosafarbenen Bäumen. Die sind übrigens auch echt nett. Und ja, so, der grüne Panzer hat uns geschützt. Das ist schön. Das haben wir auch gebraucht. Und ich überlege gerade, haben wir nicht schon eine Strecke geschafft?
Das kommt mir jetzt irgendwie komisch vor, dass wir gar nicht schon in der zweiten Runde sind, weil wir sind definitiv schon die zweite Runde hier. Das weiß es. Keine Ahnung, wie wir das jetzt hinbekommen haben. Das hier nochmal. So. Jetzt sind wir aber definitiv... Was zum Teufel? Ey, seht ihr das nicht? Guck mal. Wir sind in der dritten Runde. Wenn ihr mal auf die Flagge guckt, dann sind wir in der dritten Runde. Aber... Ich bin so ein Idiot, Alter. Wie komme ich denn jetzt darauf zu glauben, dass die 1 da erste Runde bedeutet? Ach, es tut mir so leid. Alter, nee. Wie kann mir das passieren? Natürlich ist das nicht die Rundenzahl, sondern die Platzzahl. Was habe ich da geglaubt? Mann, es kann ja wirklich nur deppig sein, ne? Aber okay. Kann passieren, mal so ein Abrutscher, dass man das mal irgendwie vertut. Aber ja, 9 Punkte haben wir bekommen, das ist schön. Ja, freut mich sehr. Nun denn, dann würde ich sagen, machen wir noch ein Rennen. Ja, natürlich wählen wir zufällig aus und jetzt sind wir auch schon wieder mehr. Das finde ich cool, das macht das alles so ein bisschen spannender. So, aha, da hat es... Da hat irgendjemand tatsächlich... Ja, ich denke mal fast, das ist der aus US, ja. Ganz unten seht ihr Donald Trump, da hat es jemand Donald Trump als Amiibo gemacht. Okay, wenn man so den US-Präsidenten verehren will, ist das okay, aber ich finde den jetzt nicht so dolle, wenn ich ehrlich bin, aber naja, wie auch immer. Aber mir war so klar, so das Aussehen vom Amiibo, das kann nur Donald Trump sein und dafür, dass da Donald T steht, ne, muss das auch Donald Trump sein. Der jetzige US-Präsident der Vereinigten Staaten. Naja, okay, alles klar. Ich meine, dort ist es ja noch irgendwie später Nachmittag im Moment, weil ich spiele das jetzt auch gerade abends. So, alles klar. So, geil. Okay, wir sind Zweiter. Jetzt. Hey, sogar Erster. Hey, cool, freut mich. Das kann man immer gebrauchen. So, okay. Sehr nice. Und hier hoch. Und dann wunderbar runtergleiten. Sehr schön. Jo, wisst ihr was? Die Banane hat uns gerettet. Deswegen ist es immer eine gute Idee, das Item hinten ranzuhängen. Denn dann passiert auch definitiv kaum was. Also ich sag mal so... Es gibt so bestimmte Items, wie zum Beispiel Stachri. Davor kann man das Nist schützen, wenn man ein Item hinten dran hat. Aber auf jeden Fall kann ein Panzer oder eine Banane das auf jeden Fall vor... Oder ein Panzer und eine Banane kann auf jeden Fall vor kommenden Panzern schützen. So, scheiß Stachri, so. Okay, wir wurden in der Luft getroffen, das ist so. Aber ich sehe gerade, wir haben einen... Erst hinreißen guten Abstand. So. Wie sollen wir in die Banane fahren? So. Ja, wir werden tatsächlich... Ja, ich sag mal so. Der Abstand wurde jetzt kaputt gemacht. Der ist jetzt nicht mehr da. Aber, no. Ja, du hast es durchgezogen, Herr Heinze D. Wie auch immer du mit Nachnamen heißt. Hauptsache irgendwas, was mit D anfängt. Alter Junge. Du hast dir das erst gut überlegt, ne? Aber ich möchte doch den ersten Platz lieber behalten. So, sehr schön. Aber wo sollen wir jetzt zum Teufel den Pilz benutzen? Da bin ich mir selbst nicht ganz so sicher. Aber ich denke mal hier, das ist ganz gut. So, alles klar. Und hier hoch und hier hoch. Sehr schön. Gut. Ja, na. Okay, noch zweiter Platz, das ist okay. Ja, sehr schön. Ja, läuft.
Ja, Donald Trump, du Arsch, bleibst mal auf dem letzten Platz. Wir haben den zweiten bekommen und ja. Ja, dann würde es aber auch mal an der Stelle sagen, haben wir es wieder für heute geschafft. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir diesmal erst erfolgreiche Läufer hatten. Ja, und ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir das letzte Mal spielen, dass es dann auch wieder so gut laufen wird. Beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall regional spielen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video insgesamt gut gefallen. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ja. Und natürlich freue ich mich immer, wenn ihr mich abonniert, weil dann habt ihr natürlich immer auf dem Schirm, was es derzeit so machen, was so mein aktueller Stand ist. Ja, dann sage ich es an der Stelle einfach mal, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal und ciao.